Ich finde die Musik einfach toll. Ich glaube, die höre ich jetzt jedes Mal, wenn ich spiele. Also. Und da sind wir wieder zurück bei Minecraft. Heute etwas leiser. Ja, ja, ja. Ich weiß ja, du hast gerade schreien wollen, aber bei mir kam es ganz leise raus. Ja, mag sein, ich schreie aber auch nicht. Haben wir immer noch Weihnachtsmusik parallel laufen? Die läuft die ganze Zeit, ich habe keine Lust, das zu kontrollieren. Ich weiß nicht, ich hole jetzt einfach mal Jingle Bells wieder rein. Das kann man auch schon ewig nicht mehr. Ich guck mal, wie viel schon an. Also, Christmas wurde viermal. Und alle an, und dann Deck the Halls B dreimal, Jingle Bells 3 dreimal, Silent Night dreimal, ich hab fast Silent Hill gelesen, Twinkle Twinkle Little Star dreimal, Up on the House. Ich hab eher gerade deswegen überlegt. We Wish You 2, Wish Background 2, Angels We Have Heard, Piano 2. Also ich hab gerade halt überlegt, weil ja jetzt eigentlich ein Weihnachten bald vorbei ist, wenn die Folgen rauskommen. Nein, eigentlich nicht. Da ist doch die eine Woche, wo Weihnachten ist. Da kann man vielleicht die Musik noch hinterlegen. Ja, ich meine jetzt. Also. Aber wir könnten vielleicht, das war eine gute Idee von dir, Jakob, dass wir vielleicht immer Musik hinterlegen, weil das macht's irgendwie, weiß nicht, lustig. Ja, habe ich ja schon mal gesagt. Mit Musik sind wir irgendwie viel ruhiger. Vor allem mit der jetzt. Wir sind auch ruhiger. Auch wenn wir es nicht hören. Ja, ich fänd's voll geil, wenn's. Gibt's nicht irgendwie so Möglichkeiten, dass man irgendwie so zentral die Musik abspielt, das alles hören? Das kann sein. Jukebox in Minecraft. Aber da muss man erstmal die CD machen und dann muss man. Die CD muss man erstmal finden. Nein, die CD, um die Musik, die man reinmachen will, zum Beispiel Jingle Bells, muss man erstmal programmieren. Also ja. Da muss man sie erstmal finden oder sich cheaten. Ich würde einfach den Ton von einer vorhandenen ändern. Ja, das meine ich. Das geht auch. Trotzdem musst du sie dann erstmal finden. Außer die holst du dir per Creative. Wenn man hat sie schon. Oder das. Aber da müssen immer noch Leute in der Nähe sein, weil die gehen ja nicht über die ganze Welt. Ja. Ja gut, das stimmt auch wieder. Aber wir sind ja relativ nah beisammen alle. Ach komm schon. Ich hab noch einen halben Hungerbalken, ich soll aufhören rumzulaufen. So. Ich hab echt zwei Pferde, das ist so awesome. Ich fang gleich an zu krepieren. Aber bin ich nah. Die Musik. Bei mir dult die Minecraft-Musik. Ja, ich mute euch jetzt mal alle kurz. Okay. So, man hört euch wieder. Ich stand gerade nur vor meinem brennenden Ofen, was ich echt voll cool fand. Und mein Ofen hat es hingekriegt, die 64 Kartoffeln zu backen. Der arme Ofen. Was? Und ich hatte noch einen Hunger. Vier? Da hatte ich noch 4 Kartoffeln zu backen. Total spannend, sag mal. Deswegen muss man extra schreiben. Wir haben gesagt, 42 wäre besser. Ja. Ja, gut, 42 Kartoffeln waren dann halt schon drin. Ja, mehr als 42. 60 waren schon drin. Das ist keine gute Zahl, sagen wir. 42 ist die Wahrheit, also. Die Wahrheit und der Sinn des Lebens. Ja, Zitat Wikipedia. Wanderte durch die Galaxis. Ja, das stimmt. Warte mal kurz, ich geh mal kurz Wikipedia. 10.30 Uhr. Wikipedia. Das könnte für mein Dach reichen. Zwei Lieder mit schon 4 Klicks.
3 Lied, Entschuldigung. Ich weiß nicht, soll ich weiterbauen? Ja, mach ich. Hier. 42 ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Dem ganzen Rest. Ja. Ist doch voll gut definiert. Ja, jetzt wird Nacht, wo ich jetzt wieder losziehe. Ja, sag mal, Minecraft hasst dich halt. Ja, egal. Ich trotze Minecraft Hass. 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 Läufst du in meinem Haus vorbei? Nein, tue ich nicht. Doch. Da steht nicht dran Jakobs Haus. Aber es ist trotzdem mein. Das hast du gesagt. Vielleicht bist du, hat dir ein anderer Jakob das Haus errichtet und du hast ihn umgebracht und dann dahingestellt. Auf jeden Fall. Sagen wir, so wird es gewesen sein. Ja. Ich lebe die Verschwörungstheorie. Ich bin ein Abnehmer jeder Verschwörungstheorie. Sammel ist logisch, ist einfach ein Fehler. Ja. Ich glaube, Samuel ist nur Atheist, weil er dann seine eigene Theorie des oder Religion des Schwachsinns gründet. Oder nein, so. Weil als Religiöser kann ich die Kirche nicht anzeigen wegen Massenmord, Sachbeschädigung in Milliardenhöhe und einen Creeper. Da kann man. Das war ein Creeper. Ja, der jetzt aber tot ist. Bei deinem Text. Da ich hinten steht nur ein Zombie und ein Skelett. Und zwar an der Brücke. Mühsam. Also mein Quiz ist auch nicht ausgewachsen. Ha, ich bin vorbeigesprungen. Idiot. 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 Ich finde die Musik einfach toll. Ich glaube, die höre ich jetzt jedes Mal, wenn ich spiele. Also. Ich hätte gerne meine andere Playlist reingehauen. Aber nein. Nein. Die ist halt wahrscheinlich nicht GEMA-frei. Genau. Ja, genau das ist das Problem. Weil Samuel auch so gute Musik hört. Ich hab wirklich gute Musik. Ich hab zwar keinen Rock'n'Roll so wie du, aber. Ey, ich höre aber inzwischen sogar voll viel GEMA-freies Zeug. Ich nicht. Weil es halt teilweise voll epische Musik ist. Ja, das stimmt. Manches ist echt gut. Scheiße, Mann, ich hab wieder kein Gras. Sommer hat kein Gras mehr. Das sollte jetzt genauso klingen. Das sollte echt gerade genauso klingen. Sommer hat kein Gras mehr. Der Dealer seines Vertrauens wurde hochgenommen. Was für ein Ding? Der ja, Majids Keller wurde. Majids Keller wurde abgefackelt. Das hast du gesagt. Sorry, Majid. Aber das war musste ich jetzt mit rein. Alter, ich hab kein Gras mehr. Scheiße. Irgendwie ist es voll schlimm. Eigentlich versteht ein Großteil aller Leute das Lied Willst du mit mir Drogen nehmen falsch. Wieso, wie ist es denn gedacht? Es ist eher gemeint, dass du das ist halt einen Gras kaputt macht. Ja. Achso, Gras macht einen kaputt? Kaputt. Ja, so ach ist so. Es eher gemeint statt. Komm, wir nehmen alle Drogen, weil es so toll ist. Nein, so muss man mir doch sagen. Ich bin halt ein ungebildeter Bürger. Tja. Deswegen gehst du aufs Gymnasium. Aber es gibt ja keine Grundschulempfehlung mehr. Ja, das stimmt. Das ist echt das Problem der Gesellschaft. Ah, ja, jetzt habe ich schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Es kommen lauter. Es kommen viel mehr dumme Leute. Das hast du gesagt, Jan. Ich will jetzt hier keine Leute beleidigen, aber es ist schon. Ich nenne auch keine Namen, aber. Aber es ist echt so, dass. Ich sage jetzt also, nicht, dass sie dumm sind. Sie sind auf ihre Weise bestimmt irgendwie schlau. Das, ich finde. Was halt manche Leute halt nicht ganz verstehen, dass die. Ja. Weil ich will jetzt hier keine Leute mobben. Aber es ist halt so, dass die halt. Ich glaube nicht, dass wir besser sind, weil wir auf dem Gymnasium sind, aber dass wir halt einfach. Dass die Schule einfach geeignet für uns ist. Dass die einfach andere Schularten brauchen. Ich sehe es halt so. Jeder hat die Stufe. Ey, diesmal war ich gerade voll nicht beleidigt. Eigentlich ist es viel besser. Also. Das Problem ist halt einfach, dass der Status vom Gymnasium viel höher ist als der von das stimmt. Hauptschul- und Realschule. Dann bist du direkt Assi-Schule. Das stimmt. Das ist so ein Problem. Und dadurch, deswegen wurde auch aus diesem gesellschaftlichen Zwang, gibt's halt eigentlich für ganz viele Eltern auch den Zwang, ja, wir schicken unser Kind jetzt aufs
Gymnasium, weil das ist ja die einzig gute Schule, sag ich jetzt mal einfach so, ohne dass ich es unterschreibe. Es sind bestimmt auch nicht alle Eltern so, aber ein Teil ist bestimmt so. Ich glaube, viele Eltern sehen halt auch die Chance, ihre Kinder... Vielleicht ist vielleicht auch besser, wenn man zuerst auf eine gute Schule geht. Weiß ich, ob das besser ist. Aber vielleicht denken manche Eltern, das ist einfach besser, weil man dann denkt, ja, da wird mein Kind mehr gefordert und dann... Ja, und dann lernt das vielleicht auch mehr, als wenn es zum Beispiel, was weiß ich, auf jetzt heißt es ja Werkrealschule, auf eine Werkrealschule geht auf eine Realschule. Super. Namen umbenennen ist die Politik immer ganz schnell, weil das sieht danach aus, als ob man was gemacht hätte. Dabei hat man immer noch nichts gemacht. Ja, das sieht dann halt so neu aus. Ja, das stimmt. Und es sieht so aus, als ob man was getan hätte, genau. Das war auch ein großer Punkt. Ich habe letztens so eine Karikatur, war es glaube ich, dazu gesehen, was zur ganzen Gesamtschule in Baden-Württemberg so erst die was aus den einstigen Musterschülern geworden ist. Und dann gab es halt drei Bilder. Erstes Bild, so alle sitzen mit Einsen und Zweien da, dann gibt's als nächstes ein Bild, wo es halt ganz viele Dreien und Vieren gibt, und das unterste Bild ist halt einfach gemein, da ist um alle Tische drumherum denn so ein Absperrband und es steht dran gemeinsame Lerngruppe. Das ist gut. Was in Skype geschrieben werden? Ja. Also ja. Bitte? Also im Gruppenchat werden dann nicht. Nein. Aber auch nicht mit euch geschrieben. Ach, warte mal, hier muss ich anders bauen. Nee, Jan hat mir nur Link geschickt. Ja. Zu YouTube-Video von... Daisy Standalone-Version. Die werde ich mir kaufen, wenn ich das Geld zu Weihnachten nicht sofort ausgebe. Kam heute auf Steam Online. Ja, das ist aber noch die Alpha oder Beta oder was? Alpha, Early Access Alpha. Ja, aber wenn man die hat, dann muss man das für das Gesamtspiel nicht mehr bezahlen, oder? Nein, das ist Zelda das Gesamtspiel. Okay, gut. Das ist so wie Minecraft mit den Updates. Genau. Ich sollte es mir vielleicht jetzt kaufen, weil jetzt wird es so wie Minecraft, dass mit jedem Update teurer wird. Ja, eben. Vielleicht, wahrscheinlich wird es mit der Beta und mit der Vollversion noch mal ein bisschen teurer. Ja, deswegen hole ich es mir jetzt. Beziehungsweise an Weihnachten. Ich muss mir erstmal eine PSF-Card holen. Ja, ich auch, aber ich habe gerade kein Geld, also von dem her. Bin arm. Nein, du hast Geld bekommen, aber... Ja, das Geld ist aber für Weihnachten, beziehungsweise für meinen neuen PC. Ach so. Sicher einen neuen PC kaufen. Ja. Wetten, der wird wieder nicht funktionieren. Genau das wird passieren. Genau das wird passieren, bestimmt. Das wird zu göttlich. Das ist jetzt schon klar. Ja. Ich würde, was ich sagen will, auch wenn es fies wäre, ich würde dich voll auslachen. Ich würde einfach alle Bestandteile verkaufen, dafür meinen ganzen. Weißt du, wenn das jetzt funktionieren würde mit dem. Er wird wahrscheinlich schon besser sein, ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das mit dem Rendern funktioniert. Wenn das mit dem Rendern nicht funktioniert, dann. Baue ich nochmal auseinander, nochmal alles neu zusammen. Was das Blöde sein wird, ich muss alle Spiele von Steam und Origin nochmal runterladen. Mit meinem Internet. Sondern dann kannst du es während du im Urlaub bist runterladen lassen. Mache ich auch. Nein, eigentlich bestelle ich die Teile ja davor. Und nach dem Urlaub baue ich sie dann schnell zusammen. Dann kannst du es während du in der Schule bist runterladen lassen. Genau, immer jeden Tag, weiß was ich, an einem Tag Battlefield, dann am anderen Tag Mass Effect, dann am anderen Tag. Nur einen Tag für Battlefield. Entschuldigung, Wochenende für Battlefield, Hast du gewusst. Nee, ich denke, das wird schon so. Von morgens bis abends und vielleicht wahrscheinlich einen Tag und eine Nacht dauern. Beziehungsweise zwei Tage. Das Problem ist nicht bei Origin, dass man keine Pausen machen kann in den Downloads. Das ist echt scheiße. Bei Steam kann man keine Pausen. Nee, doch, bei Origin. Bei Origin kann man keine Pausen machen. Bei Steam kann man schon, das finde ich nicht geil. Man kann schon pausieren, aber wenn man Origin dann schließt, beziehungsweise PC runterfährt, werden alle Daten gelöscht. Scheiß Origin. Origin nach der Folge hören wir auf, oder? Ja. Ich muss nicht auch voll aufs Klo. Die Folge geht in 40 Sekunden. Also können wir schon mal im Voraus dafür verabschieden, dass ihr und bedanken, dass ihr zugeguckt habt, wie wir gespielt haben. Und ich glaube, die besinnliche Zeit ist auch vorbei, deswegen wünschen wir euch noch wunderschöne restliche Ferien. Ja, wir sehen uns wahrscheinlich noch in anderen Folgen, aber egal. Ihr könnt euch schon mal auf Silvester Special freuen. Genau, Silvester konnte ich auch wieder Minecraft Special. Was heißt wieder? Kommt auf jeden Fall eins.
ob Weihnachten als Kompass. Habt ihr ja schon gesehen, ja. Das wissen wir jetzt noch nicht. Das ist ja. Gerade noch. Noch ist Weihnachten. Noch ist Weihnachten. Bei uns hin. Und zwar, wir haben heute Donnerstag 22.02 Uhr. Also, wir haben Donnerstag 22. Ich durfte ja gerade nicht ausreden. Wir haben Donnerstag am 17.12.2013 um 20.22 Uhr beenden wir diese Folge, nachdem ich was gegessen habe. Oh Mann. Und tschüss. Tschüss.